Heute möchte ich euch ein paar Sachen vorstellen, die ich erst kürzlich gekauft habe. Und wenn ihr was im Hintergrund so ein bisschen rauscht, dann ist das mein Laptop oder mein Computer und es tut mir schrecklich leid. Aber er ist leider immer ein bisschen laut, wenn er irgendwas tun muss. Ich möchte euch ein paar Sachen zeigen, die ich gekauft habe bei Makeup Revolution bzw. bei Tam Beauty und bei H&M. Und wenn ihr neugierig seid, was ich da gekauft habe, dann bleibt einfach so, dann zeige ich euch noch, was ich von H&M gekauft habe. Das ist auch nicht schlecht, ganz interessant. Und zwar ist das hier, ziehe mir wieder meine Brille auf, so für die ganz kleinen Sachen wird es noch ein bisschen schwierig. Und zwar Fluid Foil Eye Color. Das ist hier so ein ganz kleines Fläschchen. Ist ein Liquid, sieht aus wie so ein Apotheker-Dingens, ne? Süß. So, und da seht ihr hier, das sind fast so ein bisschen wie die Cover Drops. Gibt es hier, kann man sich das über das Auge geben, entweder über den Lidschatten oder einfach nur so. Und da bin ich schon sehr gespannt. Ich habe die noch nicht ausprobiert. Vielleicht auch mit euch zusammen. Dann zwei sehr interessante Sachen, und zwar hier. Die sind, da seht ihr mal, das ist eine Flüssigkeit und da setzt sich so das Pigment ab. Schicki, 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 schicki. So, und das ist so ein, seht ihr das? Ist das so ein bisschen blau, fluoreszierend. Das kann man, also das ist ein irres Farbenspiel, total prismatisch. Großartig von den Farben her. Zeige ich euch gleich nochmal eine Nahaufnahme. Und das hier ist, das heißt Boldy Glow und das heißt Glisten Up. Also Glitzerin, und das hier, das ist so ein Rose Gold. Und das ist schön, um tatsächlich irgendwie so auf den Lippenstift oder auf die Lippen drauf zu geben, als um die zu highlighten. Apropos highlighten. Dann habe ich mir noch zwei Glitter das gekauft. Die waren, bei uns ist jetzt in der Stadt ein H&M. Früher hatte der wirklich nur Kleidung, hat jetzt umgebaut. Und jetzt haben wir auch, nicht nur wie in der nächstgrößeren Stadt, sondern jetzt auch in unserer kleineren Stadt, haben wir endlich eine Make-up-Theke. Allerdings sind die schönen Sachen immer alle ausverkauft. Und das ist ein bisschen nervig. Und dann habe ich die eben online bestellt bei H&M. Und das hier ist so ein Rose Golden Glitter und das ist ein goldener Glitter. Und die sind hier in so eine Silikonfläche hier oben, das ist ja Silikonteile, kann man die ganz gut rauspressen. Und ich mache das natürlich jetzt nicht auf, weil sonst habe ich hier irgendwie Glitter auf dem ganzen Schreibtisch. Aber ich bin immer gespannt, wie die sind, so auf dem Auge. So, was haben wir denn noch Lustiges hier? Das hier kam in so einem wunderschönen Magenta Metallic-farbenen Packaging. Und zwar ist das hier ein Eyeshadow Quad. Das Eyeshadow Quad heißt All Things Precious Eye Quad. So, sieht schön aus vom Packaging. Auf der einen Seite weiß, auf der anderen Seite schwarz mit Gelb, Gold und ganz dezent H&M. So, das ist auch ein Spiegel enthalten. Und hier diese vier Farben. Das sind alle Metallic Farben. Das ist hier ein richtiges Gelb, Gold, ein Bronze, ein Silber und ein dunkles Braun. Bin ich auch mal gespannt, werde ich meinen Look machen und werde euch Bescheid sagen. Und zwar einmal hier so ein silberfarbener, der sehr fein ist und eher so einen Sheen hat. Dann hier ein Anthrazit, der hat schon etwas gröbere. Ein groberes Glitzer, finde ich. Und dann nochmal ein ganz feines Anthrazit.
Packaging von diesen Lidschatten finde ich sehr schön. Und von der Qualität her sind die auch sehr, sehr gut. Also die pudern nicht, die sind, haben eine gute Farbabgabe. Also sind aber auch nicht ganz billig. Ich glaube, so einer kostet 4 oder 5 Euro. Also ich finde es auch nicht gerade wenig. Das ist natürlich ein großes Packaging, wenn man überlegt, hier so ein riesen Ding. Und dann ist nur in der Mitte so ein kleines Fändchen. Also von da gesehen, es sind wie viel Gramm? 2 Gramm. Dann, ja, es ist nicht gerade unerheblich, ne, für den Preis. Die hatte ich mir vor, also diese drei, die waren in einem Set gewesen. Und dann müsst ihr mal gucken, auf der Homepage ab und zu haben die halt irgendwelche Auslauf, also aktuellen Farben. Und wenn da noch was übrig ist, dann verkaufen die das auch für einen günstigeren Preis als Set. Diese Farbe, die habe ich mal so gekauft, die fand ich nämlich ganz toll. Ich wollte unbedingt so eine Orange haben, und zwar ist es ja Orange Ocre, ja, genau. Wunderschönes Orange. Und diese Farbe, das ist so ein Champagnerton. Auch sehr, sehr schön, lässt sich wunderbar verteilen, auftragen. Also die sind wirklich gut. Teuer, aber gut. So, dann habe ich noch was Interessantes gesehen. Das war auch so jetzt im Angebot. Tinted Bronzing Gel. Fresh Glow Sheer Color. In der Farbe Golden Honey. Das ist... Das lief unter Foundation. Ich bin aber nicht sicher, ob das eine Foundation ist. Ich bin eigentlich eher der Meinung, das ist sowas wie... Na, so ein flüssiger Bronzer. Also das heißt, man kann ihn natürlich dann... Das ist so in der Farbe, ist tatsächlich hier, so wie es auch sagt. Und das kann man sehr schön verteilen. Und dann hat man einen wunderschönen, gesunden, tja, sieht gar nicht schlecht aus. Einen ganz dezenten, angenehmen Duft und zieht wahnsinnig schnell ein. Also wirklich eingezogen, futsch, weg. Also ist wahrscheinlich so auf Wasserbasis. So, und jetzt habe ich meine Hand, seht ihr das? Von der Farbe hier, dass da ein bisschen Unterschied ist. Wahrscheinlich jetzt im Licht schlecht. Nun gut, also ich finde es gar nicht schlecht. Das heißt, man kann es auch vielleicht so als Bronze, als flüssiger Bronzer nehmen und über dem Make-up tragen. Und zu guter Letzt habe ich hier noch da so ein kleines Schätzchen. Ist auch ein schönes Packaging, einfach schlicht und schwarz und gold. Und da fand ich die Farbe einfach wunderschön. Hat auch einen Spiegel, was sehr hübsch ist. Und zwar ist das eine Cheek und Lip Color. My Old Flame. Und mittlerweile, ich war ja früher nie ein Fan von solchen Produkten. Aber mittlerweile bei trockener Haut oder auch im Sommer finde ich das sehr, sehr schön, einfach ein Produkt für mehrere Stellen zu haben. Ne? Also kann es eben für die Lippen, für die Wangen, wo auch immer auch verwenden. Und zum Zweiten noch einfach, weil es Feuchtigkeit spendet. Und wenn man eine trockene Haut hat und dann nochmal Feuchtigkeit spendet und man kann ja dann hinterher zum Fixieren ein Setting Spray nehmen, dann ist das eigentlich schon eine schöne Sache. Ich zeige euch mal einen Look, wo ich nur so Creme-Produkte verwende. Und was ich denn davon halte und wie das aussieht. Das waren, glaube ich, alle meine Schätzchen, die ich euch zeigen wollte. Und vielleicht war das ein oder andere für euch dabei, wo ihr sagt, würde ich gerne mal ausprobieren und kaufe ich mir auch mal. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund und bis bald. Tschüss.